Wir möchten hier die Stammfunktion von dieser Quadratwurzel dx berechnen, wo a eine angegebene streng positive Zahl ist. Aber man weiß nicht so recht, womit man anfangen soll. Wir werden hier einen kleinen Trick einsetzen. Wir werden diese Quadratwurzel durch 1 teilen, somit haben wir einen Bruch, und dann multiplizieren wir den Zähler sowie den Nenner von diesem Bruch mit dieser Quadratwurzel. Somit erhalten wir diese Stammfunktion und können diese also so berechnen. Denn hier steht a Quadrat geteilt durch diese Quadratwurzel plus minus x Quadrat geteilt durch diese Quadratwurzel. Und die Stammfunktion von einer Summe, das ist die Summe der zwei einzelnen Stammfunktionen. Also werden wir diese zwei einzelnen Stammfunktionen separat berechnen. Beginnen wir mit dieser. Oben steht a Quadrat mal 1 und somit kann a Quadrat aus der Stammfunktion raus als multiplikative Konstante. So, stünde hier als Radikant 1 minus x Quadrat. So hätte man hier genau die Ableitung vom Arkkosinus von x. Da steht aber keine 1. Wir hätten aber gerne eine. Dann ist der Trick ganz einfach. Wir multiplizieren oben und unten mit 1 geteilt durch a, ist gemacht. Und dieses 1 geteilt durch a setzen wir jetzt unter diese Quadratwurzel. Da wird das 1 geteilt durch a Quadrat. Und dieses 1 geteilt durch a Quadrat wird auf diese Differenz verteilt. Und somit haben wir unsere 1. Aber dann haben wir dahinter nicht mehr die Variable im Quadrat, sondern x auf a im Quadrat. Aber die Ableitung von x auf a, das ist genau 1 auf a. Also können wir hier das Substitutionsverfahren einsetzen und finden letztendlich als Stammfunktion Arkkosinus von x auf a mal a Quadrat. Kommen wir jetzt zu dieser. Wir werden dieses minus x Quadrat etwas umschreiben, und zwar in die Form x mal minus x. In diesem Bruch erkennen wir natürlich sofort die Ableitung von dieser Quadratwurzel. Denn die Ableitung von dieser Quadratwurzel, das ist genau dieser Bruch. Wenn wir hier ableiten, erhalten wir da oben minus 2x und unten 2 mal die Quadratwurzel. Und die zwei Zahlen 2 kürzen sich weg. Somit können wir also partial arbeiten. Wir haben nämlich Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, wovon eine Ableitung ist. Man schreibe also das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, steht da, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. X' macht aber 1, also bleibt hier noch 1 mal diese Quadratwurzel, das heißt diese Quadratwurzel. Aber hier stoßen wir genau auf die Stammfunktion, die wir eigentlich von Anfang an suchen. Also das, was hier steht, das ist genau die Stammfunktion, die wir hier am Anfang groß f genannt haben. Somit haben wir also diese zwei Teile separat bearbeitet und haben so herausgefunden, dass die Stammfunktion groß f, die wir suchen, gleich ist zu diesem Produkt plus dieser Differenz. Also so. Die Stammfunktion groß f ist einer additiven Konstante nah, gleich zu diesem Produkt, steht da, plus dieser Differenz, steht da. Jetzt setzen wir dieses minus f links rüber, dann wird das dazu plus f. So haben wir links also groß f plus groß f, das heißt zweimal groß f. Und jetzt teilen wir noch das Ganze durch 2 und haben somit letztendlich die Stammfunktion groß f doch noch gefunden. Das war schon eine härtere Übung, und wenn man es dann gefunden hat, so kann man sich richtig freuen.